Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey. Das, das ist die DAX-Analyse für am Mittwoch, den 15.11.2023. Und unser, uns, unsere Jungs, die sind über die Klimaaktivisten drüber gezimmert und zack, boom, Party gefeiert. Und jetzt chillen die und genießen hier die freie Ausfahrt. Definitiv eines der besten Titelbilder, die wir überhaupt jemals hatten. Also Wahnsinn, die KI, die schafft mir hier ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ähm, es hat schon was, ne? Also das müsste man sich eigentlich direkt ausdrucken an die Wand kleben. Aber gut, darum soll es ja gar nicht gehen. Titelbilder hier. Ähm, wir hatten gestern zum DAX gesagt, dass der an sich erstmal noch aufwärts gerichtet ist. Wir hatten gesagt, wenn der 382 verteidigt kriegt, dass der nach oben weiteres Potenzial noch hat. Ähm, wir haben gesagt, die 400, 445, 455, 555. Und natürlich die 200-Tage-Linie im Tageschart. Und tada! Na ganz dran war er noch nicht. Ich glaube, im Xetra ist er bei 6,45 gewesen. Äh, hier, fehlt noch, hier fehlt noch ein Tag. Ähm, wird jetzt interessant, denn man muss ja eines sagen, mit eine 200-Tage-Linie ist definitiv einer der populärsten... Charttechnischen chart Widerstände oder auch Unterstützung, je nachdem von wo man kommt, ähm, die man in einem Chart überhaupt verwenden kann. Nun ist es allerdings nicht immer unbedingt so, dass der Markt direkt auf einer 200-Tage-Linie dann auch wirklich dreht, so wie das viele gerne hätten. Vor allem die, die hier die ganze Zeit gegen den Trend geballert haben und die ganze Zeit Short gehandelt haben, ähm, die wollen natürlich erst recht, dass der dreht. Na, die hätten das gerne, dass der runterkommt. Ähm. Ist nicht immer ganz so üblich, das muss man dazu sagen. Also oft läuft der, ich weiß nicht, wie es die letzte Mal hier unten war, oft läuft der Markt doch einfach durch die 200-Tage-Linie durch, wie als wäre die gar nicht da und legt dahinter nochmal richtig Bewegung an den Tag. Ähm, es gibt auch Momente, da stößt es sich ab, aber ihr seht es auch hier, es ist seltens, tens, ähm, ein genaues Punkt, genaues Abarbeiten der Linie. Ja, es ist ja, entweder rennt er direkt durch, ja, oder er fuchtet ein bisschen auf der anderen Seite rum, geht dann doch in die andere Richtung. Ja, also auch sowas hier, das habe ich vor Augen. Das kennt man, dass es das über so ein paar Tage dann dauert. Aber eigentlich ganz selten, dass der Markt wirklich mal direkt auf die 200 tage irgendwie so drauf. Guck mal, hier haben wir mal einen einzigen Kontakt, wo er wirklich punktgenau draufgesetzt hat und dann wieder umgekehrt hat auf 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also auf die 13 letzten Kontakte hat der Markt ein einziges Mal direkt von der Linie weg reagiert. Und von da würde ich rein auf der Basis, und so funktioniert ja Charttechnik, ja, wir lernen aus der Historie. Und erstellen, dadurch unsere Wahrscheinlichkeiten würde ich aus der Perspektive einfach sagen, ähm, ja, wir haben jetzt 200 der Tagelinie gleich erreicht, würde jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass er von dort jetzt äh, vollkommen die Grätsche macht. Ja, also wir haben auch Dienstag, ähm, wäre gar nicht so ungewöhnlich, wenn er sich jetzt Mittwoch Donnerstag hier noch irgendwie einfach zur Seite abzappelt ein bisschen vielleicht darüber bleibt. Ähm, wird jetzt, wir haben hier einen schönen Sprung drin gehabt. Das wird ein bisschen schwer, Intraday dann zu handeln, weil uns unten raus natürlich dadurch ein bisschen die Unterstützung fehlen. Ähm, einfach weil er zu stoßhaft nach oben gekommen ist, ähm, aber da sind so viele Short drin, der drückt bestimmt nochmal nach oben, also als nächste Zone, ja, wird es schwierig, ich würde sagen, da, da 7, 10, 7, 15, 710, 15, 27, 15.710, 15.720, wäre für mich oberhalb der 650 dann die nächste Anlaufstelle, und dann so ja Bereich um 800 ja 15.800 ist eine schön bekannte Marke werden wir in dem Dreh wahrscheinlich dann auch das 61er Placement haben wenn ich das jetzt hier mal so per Augenmaß ziehe das wird so in dem Dreh sein also irgendwie so 87 80, 800 das sind die nächsten zwei Zonen die zum Mittwoch erreicht werden können ich würde davon ausgehen dass er ein bisschen abfällt da dass er ein bisschen ruhig wird, vielleicht gar nicht so diesen Stress mehr auf den Taktik, den er jetzt am Dienstag gehabt hat, sondern dass er wirklich ein bisschen einfach abfedert. Also eine Bewegung, das zieht oft Leute an, die gierig werden, die dann ähm, auch lange Strecken traden wollen, die lang laufen lassen wollen, runter insbesondere auch runter zu. Ne? Die gehen jetzt hier short und denken, jetzt boah, kriegen jetzt hier easy 300 Punkte auf die, auf die Hand gelegt und dann reagiert der Markt eigentlich damit, dass er. Einfach zwei, drei Tage, selbst wenn er fällt, ja, meistens äh, zwei, drei Tage einfach noch zur Seite rumhampelt, bevor er das dann umkippt. Und ähm, deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass wir hier noch nach oben ein bisschen laufen können. Wie gesagt, ähm, wir haben jetzt hier die 650, noch die 200-Tage-Linie. Die kann Intraday natürlich auch ein bisschen aufhalten. Darüber dann die 710, äh, 720, das ist das Tief hier insbesondere. Ähm, und äh, dann haben wir die 780 bis 800. Ist natürlich nur. Ähm, ja, man muss schon sagen, das ist schon fast Kleinvieh auf dem Weg hier oben. Ne? Also, mir gefällt dann hier noch ganz gut der Bereich um 15.990 bis 16.000. Ah, das wird dann darüber interessant. Na, 99 und dann hier vor allen Dingen das Gap. Ja, das Gap ist natürlich jetzt das heißeste, was wir da oben zu bieten haben an Zielen, an Bewegungszielen. Oh, bis dahin sind es noch ein paar Meter. Das wird er wahrscheinlich sogar gar nicht direkt schaffen. Ähm, da wird er bestimmt vorher nochmal einen Bogen holen müssen oder einen Bogen ausschlagen müssen. Ah, der wird jetzt hier schön über die 200-Tage-Linie kurz gucken, die Leute alle safe auf long zu versuchen zu trimmen. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er nochmal schön nach unten Schwung holen. Und wenn die natürlich hier alle jetzt völlig verblendet von ihren eigenen Gefühlen und Instinkten alle nur Short handeln, dann lassen laufen. <laughs> dann dann lasst laufen und das da bleibe ich auch dabei, solange wir hier keine Verkaufssignale sehen, solange wir hier nicht irgendwie sehen, dass der äh, die rote Kerze spuckt, halte ich mich ja auch mit Shorts noch zurück und umso mehr die anderen short gehen. Umso eher fühle ich mich auch darin bestätigt, das so beizubehalten. Und ja, wie gesagt, wir haben die Ziele da noch oben. Haben Sie jetzt, glaube ich, zwei, drei Mal genannt, das ist okay. Unten raus zum Schwung holen ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Ähm, tatsächlich haben wir relativ tief erst wirklich Support. Ähm, insbesondere auch so im Bereich um 4,45, 4,20. Ja, da war ein bisschen Intraday-Bewegung gewesen. Ähm, das kann von oben dann gut nochmal supporten. Und drüber dann die ganzen kleinen Ziele halt. Ne? Also gerade so in der 5,50, äh, da wo die die Spitze hier, die, die Aussage in kleinen Zeiteinheiten, diese, diese kleine Bewegungsspitze, diese Kerze, wo die nach oben gerammt hat, ja, das von oben nochmal irgendwie so ein bisschen anzustoßen, die kleinen Tiefs, die man hier in dieser Bewegung hat, auf sowas sollte man an Intraday achten. Das wird so im Bereich um 550 bis 500 liegen. Das kann dann durchaus schon ein erstes Support-Bastion sein, auf der der Markt bei einem möglichen Rücksetzer dann bereits schon wieder aufdrehen kann. Ja, der muss nicht zwangsweise jetzt komplett hier zurück auf 445, 420. Das wäre aber definitiv dann die zweite Unterstützungszone, die er für einen möglichen Rücklauf anlaufen kann. Ja, also denkbar wäre jetzt zum Beispiel, dass er vielleicht zum Mittwoch ein bisschen schwächer reinstartet, vielleicht irgendwie auf der 55 versucht, da zur Seite rumzuhampeln, sich dann aber nochmal aufdreht und ähm, da, dann hier noch in die 7.10 reingeht oder gleich 87. Bis 800 dann noch anläuft. Ne, und dann da irgendwie zur Seite noch rumhampelt und dann erst über ab Donnerstag, Nachmittag, Freitag äh, in, eine, in eine kleine Korrekturbewegung dann reingeht. Ja, ja, Punkt. Das sind meine Gedanken dazu. Trend ist erstmal noch aufwärts, Trend ist noch intakt. Keine Verkaufssignale, Stand hier zu sehen, noch nicht. Ja, möchte erst ein paar schöne rote Kerzen haben, die haben wir noch nicht. Und von daher können wir es nur so wie am Vortag handhaben. Jo. Marken kennt da, das kennt da, das habt da. 200 Tage Linie haben wir einen Blick. Gehen aber nicht unbedingt davon aus, dass die jetzt eine direkte Reaktion erfolgen wird oder bringen wird, sondern dass die uns eher vielleicht hilft, die Leute alle mal ein bisschen auf der Long-Seite aufmerksam zu machen. Ja. Und das vielleicht für die anderen zu mal wieder ein bisschen was zu holen ist dann halt ja. Und das könnte, das könnte wirklich klappen. Ja, wenn ihr hier einfach ein, zwei Tage über der 200-Tage-Linie notiert, dann sind die Nachrichten wieder alle ganz positiv. Dann sieht das überall schön aus in den Nachrichtenblättern. Und äh, dann kriegt ihr wieder genug Futter, um auch mal wieder ein bisschen was nach unten zu laufen lassen. Ja. Jetzt fangen natürlich auch die großen Rufe nach der Jahresendrele dann an, nach solchen schönen Kerzen. Alles sowas, das würde helfen, dass er mal wieder ein bisschen auch nach unten kommt. Aber wie gesagt, wenn die roten Kerzen kommen, dann kann man damit anfangen. Ich würde mich nicht gegen die grünen Gegenstellen, macht einfach keinen Spaß und ist auch nicht ertragsreich halt. Ne? Dann lieber ähm, nicht versuchen, der im absoluten Top drin zu setzen für den Short, ja, sondern einfach den warten, bis der Markt auch wieder ein bisschen mehr anläuft auf der Unterseite. Und solange das nicht passiert, einfach noch die Punkte auf der Long Seite mitholen. Na? Gut, Freunde. Ich lasse es dabei, Mach hier zu, wünsche euch Spaß und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.